Es verdirbt einem den Appetit. Hühner vom Fließband. Zu Zehntausenden. Der preisgekrönte Film von Robert Kenner zeigt, wie es soweit kam. Hühner müssen heute nur noch gut halb so lange gemästet werden, bis sie schlachtreif sind, wie 1950. Und was auf den Teller kommt, ist erst noch doppelt so groß. Vince Edwards ist Geflügelfarmer. Ungefähr 300.000 Hühner wachsen in seinen Ställen heran. Smells like money to me. Es riecht nach Geld. Die Hühner, die in seinen Ställen dahindämmern, kommen in ihrem kurzen Leben kein einziges Mal ans Tageslicht. An einem Ort haben sie die Hühner sogar mit Arsen gefüttert. Mit Arsen wachsen die Hühner schneller. Wenn das draufstehen würde, dieses Huhn enthält Arsen, ich glaube nicht, dass das die Leute kaufen würden. Aber sie schreiben es natürlich nicht drauf. An einem Ort haben sie die Hühner sogar mit Arsen gefüttert. Mit Arsen wachsen die Hühner schneller. Wenn das draufstehen würde, dieses Huhn enthält Arsen, ich glaube nicht, dass das die Leute kaufen würden. Aber sie schreiben es natürlich nicht drauf. Michael Kreuzer ist in Zürich Professor für Tierernährung. Wir haben ihm den Film gezeigt. Was dort zu sehen ist, unterscheide sich stark von der Hühnerhaltung in der Schweiz, sagt er. Zum Beispiel gibt es in der Schweiz eine Höchstbestandesverordnung. Da dürfen zum Beispiel nicht mehr als eine bestimmte Zahl an Geflügel gehalten werden. 18.000, das klingt nach viel, aber das ist eine Zahl, wo andere Länder gar nicht erst anfangen.